Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Stardew Valley. Und heute versuchen wir es mal ohne Lex bei mir und wieder mit dabei der Brilli und der Zwiebel. Moin. Oh Leute, wir müssen heute nicht gießen. Hoi. Das ist toll. Hallo Brillibi, ich würde gerne meinen Ehemann mit einem Geschenk überraschen. Er ist ein großer Fan von Lauch. Also von dir, Mähne. Könntest du mir eine Mähne vorbeibringen? Apropos Lauch, ich habe hier zwei Rhabarber geerntet. Übrigens, mein Spiel ist wieder auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung, warum es denn so... Bringe Evelyn einen Lauch. Ja. Wo sollen wir jetzt Lauch hernehmen? Bei dem Wetter. Ich habe sogar Lauch. Also übrigens, ich muss es mal ganz kurz erklären. In der letzten Folge musste ich die Aufnahme abbrechen und diese Folge fängt auch schon wieder mit ein bisschen laggy an, weil mein Internetanbieter, ich habe gerade hier Störungsbericht und so weiter gemacht, hat arge Probleme. Es liegt nicht an mir, sondern es liegt tatsächlich am Anbieter. Blame it on the Internetanbieter, genau. Ich guck mal, ob ich Evelyn finde und gebe ihr direkt den Lauch. Also ich habe keine Post. Schlägst ihr so richtig in die Sicht. Das. Wie willst du mich da hinkriegen? So, die Hühner sind auch glücklich. Evelyn, bist du hier? Warte mal, wie war Mähne, du musst dich um die Viecher kümmern, wenn du es noch nicht getan hast. Ja, okay. Also, weil du hast ja den Melkschemel, ne? Oh, danke dir recht herzlich. Ja. Dieser Lauch sieht lecker aus. George wird so glücklich sein. Er liebt es, wenn ich Eier mit Lauch zum Frühstück mache. Zum Frühstück? Oh nein, das hast du erfunden. Nein. Das steht da nicht, Eier mit Lauch. Nein. Ja, guck's nach. Das können die nicht machen. Ja, das geht nicht. Oder die sind, also ich glaube schon, dass die es machen können, weil die einfach so unbedarft sind. Hier, ne? Ja, 500 Gold hier nochmal. Eigentlich ist Pam ja auch voll die Nette und nicht so eine abgehalftete Nutte, wie wir immer vorgeben. Ja, die fährt eine Busfahrerin. Und wie es immer so schön heißt, ein Hoch auf unseren Busfahrer. Genau. Busfahrer. So, Rhabarber habe ich hier noch in petto. Habt ihr hier Batterien? Wieso braucht Pam jetzt... Achso, nee, braucht ihr jetzt für einen Lauch Batterien oder was? Nee. Ich brauche immer Batterien. Ah ja. Sollen wir eine Mitgliedschaft zum Joja-Dings? 5000? Nein, auf mit dem Scheiß. Das sind die Bösen, die unterstützen wir doch nicht. Ah, ein paar Fuel kleine Lex. You're live. Joja Cola. Jetzt im Store. Oh, wichtig. Ach so, genau, da wollte ich nochmal hin. Was ist denn mit der Mine? Wann machen wir das denn jetzt? Nächsten Tag oder was? Wir müssen da früh los. Wir müssen dann kochen. Das ist das Mehl, hast du bekommen? Kleiner Hinweis, wir dürfen dann aber auch nicht zu die Kiste gepackt, viel. Ja? Nee, noch nicht. Wenn jetzt einer Geld ausgibt, dann nicht zu viel. Ne? Wir brauchen ja Kohle. Wofür? Naja, für die Busfahrt, die kostet pro Nase 500. Ja, wir geben ja gerade nichts mehr aus. Oder hast du vor irgendwas? Nee, aber falls ja, du wieder irgendein... Ich muss das Rezept ja für den Kartoffelpuffer noch besorgen. Ja, dann mach, das ist ja okay. Ja, das ist ja Ding. Ich musste erstmal mich um die Tiere kümmern und das Ding macht erstmal 12 auf. Ja? Nein, ich meinte doch, dann mach. Das kann ja nicht 21.000 kosten. So meinte ich das ja. Sind sie heute aber ein schon empfindlich, Herr Mähne. Hast du das Rezept? Nee, das Rezept kostet, glaube ich, 500 oder so. Ja, also. Dann kaufst doch jetzt. Kauf es doch. Hat's wieder geleckt. Jetzt leckt's wieder. Jetzt ist gerade wieder so ein... Warum kaufst du es denn nicht? Anbieter. Warum kaufst du es denn nicht? Was macht denn hier nicht immer so komische Geräusche? So dieses... Weiß ich auch nicht. Hörst du es auch? Manchmal. Na, wieso kann ich jetzt die Rezepte nicht schon wieder? Da ist doch wieder irgendwas hier irgendwo im Busch. Kauf doch das Rezept. Er kauft's nicht. Er macht's willst nicht. Denn du? Er macht's einfach nicht. Das geht nicht, Kalle. Warum ist der Laden noch zu? Nee, ist ja 14 Uhr. Nee. Jetzt habe ich's. Wie die Zeit vergeht, so, ey. Also, lecker, funny. Das Kartoffelpuffer-Rezept. Geil. Ja, endlich. Rot. Ein paar Kartoffelpuffer hier. Die machen wir aber in deiner Bude. Ja, da kann dann Öl stinken. Alles. Ist egal. Okay. Ist hier eine Batterie? Hängt's wieder? Rollen. Eine Batterien weit und okay. Das darf kann nicht. Aber die Kartoffeln weit. Müssen doch erst noch wachsen, oder? Haben wir keine mehr? Kartoffelsamen gekauft. Ja. Naja, siehst du, dann kann ich ja jetzt eh noch nicht kochen. Ach so. Ja, aber nichts anderes zu essen. Ich will morgen mal in die Mine, ey. Ja, ich hab noch, ich hab noch ein bisschen was anderes Zeug in meinem, Kannst du in der Kochbox. Braten?
muss ich gucken. Kann sein, dass ich da bei dem Angeltypen vielleicht noch die Rezepte kaufen muss oder sowas. So, ich kann auf jeden Fall schon mal Eierkuchen und hier sowas machen. Ob ich noch angeln kann, Freunde, darauf habt ihr doch alle gewartet. Ob er es verlernt hat, ich glaube nicht. Unter der letzten Folge stand, hey Brilli, kannst du noch angeln? Und da kommt der Katzenfisch mit 175 Zentimetern hier. Zack! Da ist er. So, Omelette hier. Klar kann ich noch angeln. Ich bin Mr. Angel. 7 Omelettes. Mr. Angel. Mr. Rute. Pizza. Braucht man Tomate. Genau. Braucht man hier Kartoffeln. Braucht man hier nur Weizenmehl. Ich könnte uns aus Weizenmehl Brot machen. Ja, gut. Das Warum bringt nicht? 50 Energie und 20 Gesundheit pro Stück. Ah ja. Besser als nix. So. Was hat so ein Weizenmehl gekostet? 100. 100? Mal gucken, was dann Brot bringt, wenn man es verkauft. Mach mal stabile 50 oder so. Das wäre dick. Weizenmehl? Ich mache aber jetzt noch nicht das ganze Weizenmehl alle. Ich mache jetzt nur mal ein paar Brote. So. Seine Route stinkt nach Fisch, doch woher, das weiß er nicht. Der ist Brilli, der Angler. So, ich pack das Essen mal. Das fertig. Hast du dir eigentlich selber einen Gig gebucht auf deiner, oder auf dem anstehenden Groß-Event? Ein Angler ist nur so gut wie sein Ruf. Ich dachte, wie seine Rute. Das auch. Ey, hier waren 3 Magma-Geoden im Schatz. Hammer. So, eine Kiste. Ich glaube, den haben wir hier schon komplett leer gefischt, diesen Tümpel. Nur Scheißdreck drin. Jetzt habe ich 28, okay. Scheißdreck. So ein richtiges Suizidwetter irgendwie. Schöne Brasse. Was sind das für rote Bären hier? Ich komme mal zurück. Soll ich die Fische mal nicht verkaufen oder? Willst du damit was kochen oder wie? Oder ja, muss hier? Ich, wie gesagt, dann müsste ich müsst noch was... Gucken, ne? Musst du gucken. Jetzt ist aber schon zu spät, bis ich da unten am Wasser bin. Ja, der hat schon zu. Der Willi, der hat strikte Öffnungs... Da ist doch. Ja. Strikt, meine lieben Freunde. Dann gab's da irgendwo auch noch ein Schild, Holzschild, 25 Holz. Da war auch noch ein bisschen Holz. Hier gibt's leider auch nichts Schönes. Alter, ja, mal goldenen Katzenfisch. Goldene Kaulbarsche 2, goldene Brasse. Ich kann gar nichts mehr nicht goldenes fangen. Du bist halt einfach der Goldene, ne? Ja. Ja. Du bist ein Goldstück. Und die Reusen sind aber auch eine leerer als die andere, muss ich mal sagen. Ja, da habe ich eben schon was rausgeholt. Ach so, alles klar. Das war nur Müll. Was macht denn hier immer dieses Meer? An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimern gefunden. Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages. Frisch sogar. Für den Nachtisch sehe ich bei Familie Mull, gibt es beim Schmied und im Museum. Hey Leute. Ach so, ich habe da auch neue. Habe ich noch gar nicht geguckt. Ich habe neue Rezepte. Kann also. Hier kommt jetzt erstmal. Rezepte? Ach nein, auf den Löwenzahn zu essen. Eine gute alte Kabbe. So. Oh, wer war das denn hier schon wieder? Habt ihr nichts zu tun oder was? Was ist denn jetzt schon wieder nicht in Ordnung mit dir? Eine coole Kappe, Alter. Solange keiner von euch in meine Frisuren-Sachen geht. Was ist denn? So. Ja, hier hat wieder einer alles verstellt in meinem Raum. Ach, hör auf. Ernsthaft? Ja. Das ist nicht in Ordnung, wirklich. Was ist los? Hauptsache, so. Die Frisurenkiste ist unberührt. Die diversen Geschmeide da drin. Du bist so ein Narzisst, echt? Ich? Aber hallo. Nur weil ich eine Frisurenkiste habe, oder was? Als Mann? Ja. Ja. Man wird ja wohl auf sein Aussehen gucken dürfen. Ja. Als Mann? Natürlich. Okay, also ich habe mal ein bisschen was zu essen in diese Kiste hier mit dem Käse reingepackt. Ah.
Müsst ihr aber gucken, dass ihr euch das aufteilt. Halber. Alles klar, bevor, ja. bevor Brilli da rangeht, dann geht der Mike lieber gleich so. Geh da weg. Ich brauche ein bisschen Käse. Ich habe aber noch 3 Käse in meiner... Kannst du Kuppenkäse nehmen. So. Hier. Brett. Das ist super luftig. Brot. Oh, ein Omelett. Oh, richtig schön. Fluffy. Hast du schon was, Mene, oder was? Ich hab mir was zurückbehalten. Klar, ich habe 15 von diesen Brotstangen gemacht. Also für jeden 5. Beziehungsweise ich habe 16 gemacht. Eine habe ich mal verkauft, weil ich wissen will, was die an Geld bringen. Okay. Sollen wir dann morgen in die Dings, oder was? Ja. 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 Klar. Okay. Alles klar. Mhm. Dann schlafen, oder? Ja. Ich muss hier noch gerade was sortieren. So, das sind alles Fischsachen. So. Fisch? Nene, der Junge aus der Gosse. Ich bin im Bett. So, gute Nacht, Marie. Ja, ich komme sofort. Das brauche ich nicht in der Mine. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Steinschleuder, nee, ich brauche nur Stück. Also ganz ehrlich, ich finde ja so 0,33 Bierflaschen irgendwie ziemlich lächerlich. Ja. Ja. Tja. Macht euch nachher auch die Taschen leer. Ne? Sowas wie Angel und so braucht ihr nicht in der Mine. Ja, ja. Dann nimmst du 3 Schluck und dann ist es leer. Ich wollte ins Bett, Leute. Nein, ich will das Omelett nicht essen. Mein Gott, ist der Blade. Ja, du musst doch nur aufs Bett drauflaufen. Ist der Blade. Aber jetzt vorm Schlafen. Das liegt schwer im Magen. Noch ein schönes Omelett. So richtig schön, so ein 6-Eier-Omelett. Level up! Sammeln! So, Stufe Brot. 6. Boah, Brot bringt gerade mal 60. Wer und von euch hatte die Blitzableiter gebaut? 100. Die kann ich mir jetzt auch bauen. Wow. Echt? Das ist krass. Also, das Weizenmehl hat 100 gekostet, sagst du, ne? Ja. Und das Brot bringt 60, also da hat man Verlust. Aber ist die Frage, woraus kann man denn dann aber Mehl machen? Da muss es ja auch irgendwas geben. Ja, bis jetzt kann man es nur kaufen. Ich weiß nicht, ob man das da draus machen kann. Bestimmt Mehl. Doch, na klar, es gibt eine Mühle, man kann eine Mühle bauen. Aha. Man kann eine Mühle bauen. Das fällt ihm jetzt ein, ey. Ja, die kostet, glaube ich, ziemlich viel. Du kostest ziemlich viel. Soll ich nach gucken, was die Mühle kostet? Oder? Nee, komm, wir gehen jetzt direkt. Und dann gehen wir in die Mine. Ach, gießen müssen wir die Scheiße ja auch noch. Ja, deswegen helft mal, sonst wird das nicht mit der Mühle. Ja, und was mit den Tieren? Scheiß doch mal einen Tag auf die Tiere, ey. Die können einmal ohne überleben. Ja, was verschwendetes Material? Warum soll ich da keine... Du bist verschwendetes Material. Ach so, die geben nur alle 2 Tage. Alter, ist der Typ schöner Agro. Was für ein Bastard. Ich musste letztens an unsere wunderbaren Sessions denken mit Ron Bultum und Schmulz. Die Rongurken fallen in die Stadt ein. Schmulzradi, genau. Der Name geht in die Annalen der Stadt ein. Schmulli. Schmulle und Radi auf Streife. So. Oh, die Eier holen. Brauchen wir mal was zu fressen hier. Ja. Das ist halt der Nachteil bei diesem Bodenscheiße hier. Ja. Ey, dass man da nicht durchkommt und immer alles so kacke gießen muss. Und boah, jetzt mach! Das Blöde ist halt eindeutig diese Kack-Iridium-Sprinkler, ne? Dass man. Kannst oder, du auch schon bauen? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es ist halt einfach. Ich meine, ich weiß ja nicht, wir stellen uns vielleicht einfach zu blöd an, dass wir auf Iridium irgendwie. Oder an Iridium kommen. Ich weiß ja nicht, wie man das kriegt. Wir haben es ja einmal aus dem Meteoriten gekriegt, der hier auf dem Hof niedergedonnert ist. Ja. Naja, wir wissen ja, dass es in der Mine auch welches gibt. Vielleicht halt in der Mine, wo wir jetzt hingehen wollten. Ja. Das kann sein. Also, wo wir aber leider nicht hinkommen können, weil dieser Typ nicht mit uns gießt. Habe ich gerade mal gesagt, ich musste mich noch um die Tiere kümmern. Die Tiere sind egal. Du willst doch immer, dass ich fressen koche. Dann muss ich mich um die Tiere kümmern, damit wir Eier haben und Milch. Jetzt, weil ich weiß, dass du nicht kommst. Ich hab so leckere Omelettes gemacht. Echt mal, so fluffige Omelettes. Mit Teller hat er so in die Kiste gelegt. Kacke sind die. Boah, jetzt ist es raus. Ja, damit Milch gemacht, nicht mit Sahne. Schon scheiße. Ja. Da ist übrigens eine Rongorke, wollte ich schon sagen.
Bohne da hängt da. Bitte, wer hängt wo? Eine Bohne über dem Vieh. Achso, hier, ja. Hing. Da. Jetzt die Frage, wollen wir uns alle nochmal kurz mittagsmäßig auf der, aufs Ohr hauen oder gehen wir in die Mine und essen was vorher? Ich habe jetzt keine Energie mehr. Ich muss irgendwas machen. Also Omelette gibt 100 Energie, würde ich mal sagen. Ja. Ja, komm mal, pfeifen wir uns ein Omelette rein. Ja, ich pfeife einen Käse rein, da gibt es 225. Alter Vater, ein Omelette und dann bist du fast wieder voll. Komm, jetzt geh mal hin. Los, ab in die Mine. Peter, hat sich doch gelohnt, dass ich gekocht. Ich finde die gar nicht so schlecht, deine Omelettsmähne. Also ich bin noch nicht mehr erschöpft. Warum ist mein Erschöpfzeichen da noch? Weiß ich nicht. Achso, wir müssen zum Automaten. Ich muss so ein Ticket kaufen. 500 Knatter, ey. Krass. Alter. Kaum setzt du da einen Fuß in den Bus, haut so Vollgas rein. Da kennst du nichts. So, wo war das? Nach oben, ne? Glaube. Die süße Pam. Ne, oben geht nicht. Warte doch mal auf mich. Ah, doch, geht. Wo bist du denn? Ja, ich bin jetzt gerade angekommen. Oh. Doch, hier oben ist der Eingang. Wir waren nicht da liegen Kokosnüsse. Oh, Kokonut, Kokonut. Okay. Komm, Leute, rein da jetzt. Ja. Keine Zeit für so einen Schwurder. So. War das auf nicht geht's. Mit zufälligen Ebenen irgendwie? Lila Blob. Ach ja, genau, wo man, wenn man die Leiter runtergeht, in unterschiedlichen Ebenen landet. Das war, stimmt. Wo wir dann immer rumgebrüllt haben. Ich bin in Ebene X, ich bin in Ebene Y. Komm zu mir, komm zu mir. Hat jemand die Leiter? Bis jetzt noch nicht. Hier, Leiter. Also habe ich vorhin Lacker halt, ne? Ebene 2, ich bin in Ebene 2. Also bis jetzt erstmal nichts zufällig. Ja, da ist wieder so ein dicker, fetter Blob. Ah, da unten ist Kupfer. Aber Kupfer brauchen wir nicht. Wir suchen Iridium, oder? Wir können alles mitnehmen. Machen. Ich würde sagen, wir nehmen alles an Material mit. Also zumindest an wichtigem Material. Ja. Ah, das sind die Säcke, die hier so aggressiv werden. Lupine, da ist noch einer. Hilf mir. Hab ich gesehen. Ja. Du hast doch hier das Mega. Du hast doch mal das Megaschwert hier. Hat viel gekostet. Hier, oben. Hast du schon? Sehr gut. Ja. War das an einer anderen Mine? Ich hab einmal Unkraut gepflanzt hier. Oh, ein Pilz? Das ist das? Drei, also eine Gasträne oder was? Eine gefrorene Träne. Okay. Ah, da kann man auch was mit kochen. Hey. Mit gefrorenen Tränen? War das? Ja. Ich hab es auch gehört. Kann man fahren lassen. Da! Da! Oh, oh, oh! Du Drache. Bastard. Was muss ich erstmal was gedroppt zu essen? Was hat er gedroppt? Eine Bombe hat er gedroppt. Der hat doch auch noch was gedroppt. Was hast du? Würziger Aal. Würziger Aal hat er gedroppt. Ja gut. Ich dachte immer, deine Mutter ist ein würziger Aal. Lass ihn dir schmecken. Riesengag hier. Hier unten ist ein Rongorkum. Wie? Leiter oder was? Nee, so ein Fettblock. Boah, die, wenn die einen anspringen, richtig ist ein übler Schaden, den die machen. Hier ist auf jeden Fall die Leiter. Hier ist die Leiter. Aber ich will gerade was essen. Mach mal, das Minecart kannst du auch anhauen, ne? Da kommt noch Kohle raus. Echt? Ich habe eine Omni-Geode gefunden. Das ist gut, aber ja, die besonders. Haben wir doch 1000 Stück. Die Haupt... Ah, okay, jetzt. So. Doch, da. So, Ebene 4. Ach, du Kacke. Seid ihr schon? Mal weg mit seinen Rubinen auf dem Kopf. Oh, hier ist die Leiter, ne? Die Leiter ist hier direkt. Sollen wir die da nicht direkt runter? Ja, mir egal, können wir machen. Da ist ein Diamant, glaube ich. Ja, aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir hier ein bisschen aufräumen würden. Komm. Eisenerz war das hier unten. Was soll? Bitte nicht sterben, Zwiebel. Nein! Oh, ich bin vergiftet. Die machen halt übelst Damage. Ja. Deswegen wollte ich da in Ruhe lassen. Ey, hier wird nicht in Ruhe lassen. Sollen wir mal alle gleichzeitig klein machen? Die stirbt gleich. Nein, hier stirbt keiner. Boah. Vergiftet. Hol den mal weg von mir. Ja, du bist lustig. Haben wir hier drei Leitern.
bin auch fast tot. Oh, ich hab eine geheime Notiz. Okay. Oh fuck, ich werde sterben, Leute, ich werde sterben. Die haben mich vergiftet. Ich muss das essen, helft mir. Können wir nicht, wie denn? Ja, ich komm. Ich bin tot. Ich hab sie versucht abzulenken. Ich bin tot. Warum kann ich sie nicht essen? Ich bin auch tot. Ah, Kackviecher. Ich hab's überlebt. Bin zwar vergiftet, aber... Ruhig. Übertreibt jetzt nicht. Oh, wir sind im Krankenhaus. Hat sich 1000 Gold gekostet. Es scheint, er hat 4 Gegenstände aus dem Rucksack verloren. Alter, er musste eine Notoperation durchführen. Junge, der hat mich gerade wieder zusammengeflickt hier. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier verloren habe. Boah, 1000 G, Junge. Huch, was ist das? Ich habe irgendeine geheime Karte. Links hoch, rechts runter, links runter, links runter, fertig. Ja, ist das so. Was ist das für ein Gebäude? Ist das so ein Hadouken oder was? Ja, was soll das denn? Was soll dieses Bild mir denn jetzt sagen? Diese geheimen Notizen konnte man sich nochmal angucken, oder? Ja, Escape, ja. Blauer, gelber Beutel und dann auf geheime Notizen. Beutel, geheime Notizen. Joa, gehen wir pennen oder was? Ich bin komplett down. Hier, du kannst ein Baguette von mir haben. Geheime Notiz ja, 19. Soll ich das jetzt essen, wenn wir eh schlafen? Faire Jacques. Oh, kommen wir nach Hause von der ja, anstrengenden Arbeit auf die Feld. Der Ausflug. Der ist nicht erfolgreich. Ne? Ich frage mich halt, ob es auch mal irgendwie Rüstung gibt. Weil da gibt es doch Slots für, oder nicht? Nee. Nochmal. Nee, es gibt Ringe, Schuhe und Mützen. Ja. Mützen sind wichtig. Die heilige Mütze von Antiochia, so eine komplett Stahlkappe. Rezepte für mich? Kaktussaat, Rhabarbersaat, Sternfrucht, rote Beete. Nein, ich möchte das nicht. Keine Rezepte. Schau. Habt ihr auch die geheime Notiz? Warte mal, welche war das? 11? Was versteht ihr darunter? Ja. Die 11, warte mal. 16, 15, 12, 11, ja. Hab ich nicht. Das ist die Verkäuferin von den Tieren mit ihrem Kind, ja, die einem zuwinkt. Sie auch was am Raub ist. Ich glaube, die ist nur glücklich, wenn wir alle Tiere haben. Also auch Enten und Hasen. Ich leg dir mal eine Kokosnuss hier in deine Kochkiste, ja? Selten was Dümmeres gehört. Wieso denn? Kann doch sein. Dass die so eine Peter-Engagierte ist oder so. Pedo-engagiert? Nicht Pedo. Vielleicht kommt die. Ja, wenn du die heiraten willst. Die wollen doch immer alle irgendwas haben, wenn man die heiraten will. Vielleicht. Ja, guten Tag, mein Name ist Dieter, ich bin Pedo. Ich bin Pedo-Aktivist. Ich bin Peter Pedo. Ich bin Peter Pedo. Peter Pedo. Vom Beruf Kindergärtner. Ich habe Iridium-Erz gesammelt sogar. Was? Wie viel? 3 Stück. Hammer. Oh. Heute in der Mine. Jetzt gerade in der Mine, ja. Du bist ja Hammer. Ja, dann lass mal wieder dahin gehen. Ja, genau, lass uns wieder durchsterben. Ja, vielleicht sollten wir die Blocks einfach nicht töten, wenn die Leiter schon da ist. Ja, aber das ist ja genau der Sinn der Sache, oder? Hä? Die Blobs töten? Wieso ist das der Sinn? Nein, Mann, aber die Sachen da aufzusammeln, die da rumliegen. Und ja, gehen wir ins Bett, oder was? Man kann ja trotzdem, muss man die Blobs nicht töten. Gehen wir ins Bett, oder wie? Ja, würde ich sagen. Ja, müssen wir aber eh in der nächsten Folge machen, ne? Weil die ja, jetzt soll die Folge zu Ende, genau. Dann machen wir fertig, Mene. Ja, aber ja, schon mal, ich pack ja gerade noch Eisenerz so Zeug in die Kisten. Ich hab ja was gewonnen. Ich hab ja gemacht. Ich bin schnell noch die Leiter hoch, als ihr gestorben seid und die alle auf mich zugerannt kamen. Aber die Viecher sind echt krass, wenn du was isst. Jeder hat's gesehen. Dann rauschen die so richtig durch und dann machen die mal so richtig fertig. Ja, gesehen, dass du uns einfach hast so sterben lassen. Dann würde ich sagen, ja, ich habe euch sterben lassen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank fürs Sterben und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns und dann gehen wir nochmal in die Mine. Tschö. Ja, tschüss.